Okay, es war ein Tag wie jeder andere, als ich locker flockig um die Ecke wanderte und in dem Café, in das ich eh gerne gehe, ob ich sitze oder stehe, dann letztendlich auch landete. Okay, Tee für mich, sagte ich zum Ober und er sputete sich. Da sah ich in der Ecke eine super süße Schnecke und ich schaute sie an, doch sie schaute an die Decke. Eins, zwei, ich ging zu ihr hin, was ich sonst nicht gerne tue, weil ich ja so schüchtern bin. Ring, ding, dong, guten Tag, haben Sie was dagegen, dass ich Sie so gerne mag? Sie sagte, Kleiner, setzen, verstehst du Spaß? Ich konnte gerade nicken und da gab sie auch schon Gas. Sie öffnete die Bluse und sagte, ich heiße Suse. Ich sagte, ich bin Rab und ich glaube, ich hau jetzt ab. Na, dann gute Nacht, dachte ich, denn sie machte sich noch freier. Splitterfaser, nackt, nackt, ausgepackt und sie ging mir an die. Sie ist ein schlimmer Finger, ein süßer Finger. Ein wildes Ding, das wilde Dinger haben ist nicht schlimm. Da kann sie nichts dafür, denn das kommt von der Natur. Oh, schon 5 Uhr, oh lala, ich muss gehen, sagte ich zu ihr, doch sie wollte was von mir. Ich sagte, nein, ich gehe jetzt, ich bleibe nicht mehr hier. Da sagte sie zu mir, dann gehen wir halt zu dir. Da konnte nichts mehr machen und dann war ich halt dafür. Und dann fing sie auch gleich an, sie nahm meinen und sie direkt daran. Sie und sie und das gar nicht mal so schlecht. Doch dass sie plötzlich wollte, war mir nicht so recht. Ich sagte zu ihr, pass mal auf, wenn ich dann und tu gefälligst auch ich, nur so lang wie du und außerdem. Sie ist ein schlimmer Finger, ein süßer, böser Finger. Sie ist ein wildes Ding, sie ist sexy, putzig, süß und auch mal schmutzig. So, ich bemühte mich redlich, irgendwie fand ich sie irgendwie niedlich. Sie mich auch, wunderbar, doch ich brauchte eine Pause, also machte ich mich wahr. Raus in den Garten ging die Reise für eine Weile, ich machte mich locker, denn ich hatte keine Eile. Auwei, ich wollte gar nicht mehr, doch da kam sie in der Dämmerung mir heimlich hinterher. Sie hauchte, hier bin ich und bringe frohe Kunde, holt den Gong aus meiner Hose zum Beginn der nächsten Runde. Stunde für Stunde für Stunde verging, ich beneidete den Mond, dass er allein da oben hing. Sie machte, was sie wollte mit mir bis um vier, sie tastete mich ab, ich kam ihr vor wie ein Klavier. Sie spielte alle meine Entchen, schwimmend auf dem See, Klavier in das Wasser und sie ist ein Schwimmer, ein Finger, ein süßer Fiesler.